Ein monumentales Hallo an alle Make-up-interessierten Kreaturen und an alle, die es vielleicht werden möchten. Hä? Wie? Was? Hi, mein Name ist Micky Monumental, Make-up-Artist und Beauty-YouTuber aus Österreich, aus Wien. Willkommen auf meinem Beauty-YouTube-Channel. Heute habe ich mich extra in Schale geworfen. Warum? Einfach nur so. Nein, eigentlich nicht einfach nur so. Meine letzten Videos habe ich gefilmt in Wollstrickwesten und in einem Bademantel. Ja, ich habe mir gedacht, ich ziehe einfach mal was Schöneres an. By the way, ich bin mir auch nie sicher, was ich anziehen soll. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit einem T-Shirt hier sitze oder mit einer Wollweste oder mit einem Bademantel, wirklich unprofessionell. Wenn ich mit einem Anzug hier sitze, wirklich wie ein Nachrichtensprecher. Und wirke arrogant und streng, also... Hast du heute genug Flüssigkeit zu dir genommen? Das ist ein ziemlich alter Sakko von mir und wo ich ihn heute anprobiert habe, habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich habe ihn ein paar Jahre lang nicht mehr getragen. Bewusst, weil ich hatte 10 Kilo drauf. Und ich habe mir gedacht, ich probiere den an, weil vielleicht passt er wieder. Und er passt wieder. Also ich habe im Lockdown abgenommen. Ich weiß, alle anderen sagen, sie nehmen zu. Ich nehme ab. So, kommen wir zum Videothema. Haul. Bieber Haul. Ich war schon verdammt lange nicht mehr beim Bieber. Und ich habe mir gedacht, weil ich so lange nicht mehr da war, hole ich das nach. Ich habe beim Bieber gearbeitet. Ich war dort angestellt von 2008 bis 2010. Und ich war auch ein treuer Bieber-Fan-Einkäufer. Ich versuche gerade zu analysieren, wieso ich Bieber gemieden habe die letzten Jahre. Ich wohne mitten auf der Marilferstraße und ich habe hier den Müller. Hat einfach alles. Die letzten Jahre habe ich DM sehr intensiv für mich kennengelernt und Bieber hat einfach so nachgelassen, meiner Meinung nach. Bieber habe ich geliebt, als sie Bourjois hatten. Ich fand das so cool, dass Bieber Bourjois hatte. Ich habe nicht verstanden, wieso es herausgegangen ist. Gosch ist damals nachgekommen. Ich glaube, das war so im Wechsel. Bourjois geht, Gosch kommt. Gosch, Gosch oder Gosch. Es ist uninteressant. Die Marke ist langweilig und sie ist ziemlich teuer dafür, was sie ist. Die Look bei Bieber-Sachen wurden ja aufgelassen, wurden dann renoviert oder sind neu zurückgekommen oder irgendwie sowas. Damit habe ich mich auch nicht auseinandergesetzt. Das muss ich mir auch noch näher anschauen. Ich bin beim Regal vorbeigelaufen, diese Eigenmarke Look bei Bieber. Mich hat nichts angesprochen. Es sieht boring aus. Sorry. Und ich finde, die Aktionen oder diese Punkte-Sammeln-Geschichte hat irgendwie auch nachgegeben. Gibt es das überhaupt noch? Kann man mit der Bieber-Karte, gibt es die Bieber-Karte überhaupt noch? Kann man mit der Punkte sammeln und dann irgendwie ein cooles Elektrogerät günstiger bekommen oder irgendwie sowas? Das war damals heiß. Die Kunden haben wie ihre Punkte gesammelt, um irgendwelche Philips-Küchengeräte billiger zu bekommen. Und da gab es immer wieder so Sachen, eben wo es sich ausgezahlt hat, Punkte zu sammeln und... Machen die das noch? Naja, anyways, ich war beim Bieber wegen Revlon. Also Revlon wird in Österreich im Bieber aufgelassen und die haben nicht mit einer soften Rausschmeißaktion angefangen, sondern mit einer drastischen, mit einer minus 70% Sale-Aktion. Logischerweise musste ich dahin. Natürlich, weil ich dort war, habe ich auch andere Sachen gekauft. Fangen wir mal mit Revlon an. So, das ist viel Zeug und ich überlege auch, wie ich euch das zeigen soll. Ich blende das einmal schnell ein, also das ist einmal nur mein Revlon-Einkauf. Genau dasselbe wie beim DM-Haul. Es sind zu viele Referenzen, ich kann nicht jedes einzelne fotografieren, hier einblenden und den Preis noch einmal reinfügen. Es ist Revlon minus 70%. Geh auf die Webseite, wenn es dich interessiert, oder geh einfach zum Bieber, weil es zahlt sich echt aus. Habe gekauft, nicht gestohlen, siehst du? Das Puder habe ich gekauft, gleich in 4 Farben. Puder, kompakte Sachen halten ewig, das wisst ihr alle. Dann diese Blush- und Highlighting-Versionen. Das ist eigentlich so ein Dupe zu Bobbi Brown. Bobbi Brown hat ja doch diese Brickstones, oder wie die heißen.
Das ist ein Dupe. Eine Lidschattenpalette, die schaut jetzt nicht so spektakulär aus, aber just for fun. Zwei Foundations habe ich gekauft. Beide nennen sich Color Stay, aber eine ist für normale bis ölig, für Mischhaut bis ölige Haut und die andere ist von normal bis trocken. Kenne ich gar nicht, muss ich testen. Mascaras habe ich gekauft. Drei, ich bilde mir ein, vier. Drei, einmal Ultra Volume, Ultimate, All-in-One und Super Length. Concealer, hier glaube ich war ja nicht so die große Auswahl. Ich glaube es waren nur vier Farben oder so. Lippenstifte, einige, weil die waren von 10 Euro runter auf 3 Euro. Und da waren echt wirklich verdammt schöne Farben dabei. Sehr viele Nude-Töne, also die hatten da wirklich gute Auswahl. Also hier habe ich ordentlich zugeschlagen. Lipgloss in drei Farben. Ein Nude, ein Rosa und so ein Metallglitzer Mauve. Dann diese Ultra HD Matte Lip Color. Ich glaube, die hatte ich hier vor 100 Jahren einmal, aber die klingen gut. Auch drei Stück. Nein, warte, vier Stück. Ein Highlighting Stick. Sowas habe ich schon urlange nicht mehr verwendet. Es gab einmal einen von Smashbox. Ich hoffe, den gibt es noch, weil den habe ich so geliebt damals. Smashbox gibt, ich weiß gar nicht mehr, wo es Smashbox noch gibt. Dann diese Dinger hier, die schauen, ich glaube, das ist so eine Glanz-Lipstick-Geschichte, aber gab es auch in lila, das sieht funky aus. Und zwei so Natural-Töne habe ich genommen, die gehen immer. Das hier ist ein Eye-Primer und Brightener, also alleine oder unter dem Concealer. Spannend, mal schauen, ob das auch wirklich funktioniert. Lip-Liner, hier habe ich, glaube ich, auch einige noch irgendwo. Hier habe ich einfach die Nude- und Beige-Töne nachgekauft, weil sowas braucht man immer. Und das hier, das hat mich so ein bisschen verwundert, das ist Color Stay Over Time 16 Stunden Halt. So ein Zwei-Phasen-Dingsbums, oben Farbe und unten ein Gloss, transparent und langanhaltend. Erinnert mich sehr, 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 sehr stark an die Scheinlaut-Dinger von NYX Cosmetics. Und das werde ich auch in einem eigenen Video testen und vergleichen, weil die Scheinlaut-Dinger sind so angesagt und kosten, glaube ich, 11, 12 Euro. Das hier ist gerade im Sale, ich glaube, für 5 Euro. Und ich glaube, es ist dasselbe. Werde ich testen und berichten. So, habe ich euch jetzt alles von Revlon gezeigt? Ja. Zu dem Thema Revlon kommt ein eigenes Video, da werde ich einen eigenen Look schminken und mit den Produkten kreieren und da wirklich ins Detail gehen. Die nächsten Wochen. Also, falls du Fragen zu Revlon hast, schreib es jetzt in die Kommentare, weil ich kann es dann im zukünftigen Video verwenden. Aber ich werde sowieso ein Fullface machen, wo ich alles so überfliegen werde, weil ich viele von den Produkten eigentlich die meisten selber auch nicht kenne. Also, super spannend. Tüte Nummer 2. Es gibt eine Rechnung. Ich habe es nicht gestohlen. Das hier werde ich überfliegen. Das zeige ich euch nicht ganz so genau, weil hier kommt was richtig Cooles die nächsten Wochen. Diese Produkte jetzt an sich sind jetzt nicht so spektakulär. Die habe ich aber auch gezielt aus einem Grund gekauft oder war eigentlich sehr glücklich, dass ich die gefunden habe, weil ich war positiv entsetzt, wie viel Sale-Make-up Bipa hat. Also bei mir in meiner Gasse war in der Filiale so ein Aufsteller zweiseitig gerammelt voll mit Sale-Make-up, also so Mischmasch. Teilweise auch so uralte oder limitierte Sachen, die die Firmen normalerweise beim DM oder beim Müller retournieren. Also ich weiß nicht, wieso sie es nicht beim Bieber machen. Hier will ich nicht allzu viel verraten. Also das wird ein sehr cooles Konzept, weil die nächste Videowelle, die von mir kommen wird, ist eher so eine Produktneuheiten-Testwelle. Und dann will ich was richtig Lustiges machen, also einfach nur rein Entertainment-mäßig. Und hier brauche ich ein bisschen ein Make-up, was ich opfern, zerstören werde. Und natürlich will ich keine schönen neuen Sachen zerstören. Hier war alles unter 2, 3 Euro. Also es hat mir nicht wehgetan und ich habe hier wirklich ein super billiges Full-Face-Make-up mit Produkten. Ihr werdet dann sehen, was damit passieren wird. Aber es wird sehr, sehr lustig. Was ich euch aber zeigen werde, was in diesem Sale rausgestochen hat, ist diese Mascara hier. Die habe ich auch in meiner Story erwähnt gehabt. Die war 90 Cent, also 0,90. Essence Forbidden Volume Lash, False Lash Mascara Top Coat. Und die hatten so viele davon, und ich dachte, ich nehm's halt eine mit. Das Ding ist, das wird eigentlich kommuniziert als False Lash Top Coat, also ein
Ein Topcoat ist ein Abschluss oder ein Drüberprodukt, in dem Fall für False Lash, für falsche Wimpern, also ein zusätzliches Produkt oder ein Topper oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und ich glaube, das hat die Kunden verschreckt oder die Käufer verunsichert und deswegen haben die so viel davon über. Erstens einmal ist es eine normale Bürste. Und dieser Effekt für eine verschissene 90-Cent-Mascara ist einfach... hallo? Also wenn du zu einem Bieber kommst und so einen Abverkauf-Aufsteller siehst, such nach dieser Mascara. Sie ist verdammt gut. Und wie gesagt, du musst sie nicht als Lash-Topper verwenden oder über irgendwas toppen. Du kannst sie auch alleine verwenden und... hallo? Geil. Dann habe ich diese Dinger hier gefunden und ich war sehr glücklich, dass ich die gefunden habe. Das sind so lose Glitzerpartikel und Körnchen, aber nicht kleine, sondern eher gröbere von Essence. Und ich glaube, die waren auch so 90 Cent. Sowas ist für einen ausgefallenen Look, für ein Fotoshooting fantastisch. Und in meinem letzten Fotoshooting, ich weiß nicht, ob es online ist, aber eins von meinen letzten Instagram-Fotos, habe ich diese Dinger hier verwendet. Und das ist wirklich für den Alltag nicht, aber wenn du so schöne Nahaufnahmen machen willst oder generell ein Shooting eben, wo es glitzern, funkeln soll oder auch auf den Körper, sowas ist immer gut. Und wenn du gut aufgepasst hast, aus dem letzten Haul-Video vom DM, Puder und loses, also kompaktes Puder und loses Puder habe ich noch gebraucht für diesen Look, den ich zerstören werde, kaputt machen werde. Die Sachen habe ich im Sale nicht bekommen, die habe ich jetzt normal nachgekauft, also ein 5 Euro Puder und das war glaube ich 3,95. Also this one belongs here. Tüte Nummer 3. So, und weil ich meine, was ich sage und überzeugt bin von den Sachen, die ich euch in die Kamera halte, die Mascara von vorhin, die 90 Cent Mascara. Ich habe mir 5 Stück noch nachgekauft. Scheiß die Wand an, es ist eine saugeile Mascara für 90 Cent. Reserve. Außerdem, und das wird auch ein eigenes Videothema, ich habe ja ein paar Videos schon zu Produkten gemacht, die uns versprechen, sie sollen maskenresistent sein und maskenproof und super longwear. Hier gab es wieder was von Essence, was Mattes für die Lippen in eigentlich schönen Farben. Und das hat auch diese Maske drauf, dieses Maskensiegel und verspricht uns, maskproof zu sein und 8 Stunden zu halten. Das werde ich testen, bald. Noch ein paar extra Sachen von Revlon, so eine kleine Garnitur. Ich will nicht zu viel verraten, aber hier wird es auch ein Giveaway geben. Also aufgepasst, es könnte sich für dich auszahlen. Und wenn du mir in der Story folgst, ich habe ja Primer vor kurzem gezeigt und ich hatte in meinem Adventskalender von Hypoallergenic diesen Primer hier drin als Sample. Verdammte Scheiße, das Ding war gut. Just Free Skin Color Balanced Primer. Imperfections, Redness, Irritations, bla bla bla. Quornia Extract, ich weiß nicht was das ist, Aloe Juice und weißer Tee Extrakt. Das ist ein getönter Primer, aber... ich kann das nicht beschreiben, der fühlt sich so feucht und schön und frisch an. Also das hat so eine tolle, getönte, leicht getönte Textur. Und ich habe ihn auch mit allen Primern mischen können. Und ich glaube, das ist auch mein allererstes Wow-Produkt von Hypoallergenic. Weil Hypoallergenic ist ziemlich oft ein Fail dabei. Das hier ist sau. Also wenn du einen getönten Primer suchst, der Feuchtigkeit hat und auch ein bisschen Pflege in Form von Aloe Juice und White Tea, es ist eigentlich fast schon so wie eine BB-Cream. Es ist sehr soft, es sieht sehr schön aus auf der Haut und es ist verträglich mit anderen Produkten. Alle Daumen hoch. Ich bin sogar so überzeugt von dem Ding hier, dass ich ihm auch sehr gerne ein eigenes Video widmen würde. Lass es mich in den Kommentaren wissen, ob es relevant ist. Okidoki. Wie immer, schreib jetzt in die Kommentare, was von diesen Produkten für dich raussticht, weil wie gesagt, hierzu wird es einige Videothemen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Zu den gezeigten Produkten werden Videos kommen. Und wenn du mir jetzt in die Kommentare schreibst, was dich interessiert, wo du mehr Infos brauchst, was für Infos du brauchst, kann ich es in den zukünftigen Videos verwerten. Außerdem, weil das mein Kanal ist, möchte ich das noch in den Raum werfen. Vielleicht guckt ja irgendwer vom Bieber zu, könnte ja sein. Ich mag den Slogan nicht und deshalb den Titel auch gelesen, weil ich ein Mädchen bin.
I'm so sorry, ich fühle mich als Typ ausgeschlossen. Und wie gesagt, ich bin ein Typ, der verdammt viel Make-up einkauft. Und ich fühle mich ausgeschlossen. Ganz ehrlich, wir Typen in der Kosmetikbranche sind sowieso Nische oder ein Bruchstück und so klein und so reduziert eigentlich in der Kosmetikbranche, weil was hast du als Typ in der Kosmetikbranche? Was hast du? Du hast die Prozente am Vatertag. Was ist, wenn du keinen Vater mehr hast oder kein Vater bist? Was dann? Plus will ich sagen, ich bin froh, dass es diese Tüten nicht zu meiner Biberzeit gegeben hat, weil ich hatte sehr wohl auch männliche Kunden, einfach Typen, die reinkommen, ihre Kondome kaufen wollen, ihr Fa-Duschgel und ihr Axe-Deo, und ich hätte ein super komisches Gefühl gehabt, dem Mann ein Sackerl, ein rosa Sackerl, das auch noch zu verkaufen, wo steht, weil ich ein Mädchen bin. Es gefällt mir einfach nicht, weil es uns Jungs ausschließt, und wir sind ja auch da. Und wie du sehen kannst, wir Jungs kaufen teilweise auch verdammt viel Make-up. Ich glaube, der DM-Slogan ist oder war, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Beim Biber bin ich ein Mädchen. War das jetzt sehr negativ? Feedback kann nicht immer positiv sein. Und wenn eine Firma klug ist, dann ist sie nicht angefressen, sondern nutzt ein Feedback, um daraus zu lernen, um Sachen zu verändern, zu verbessern. Just saying. Okidoki, das war's von mir. Ich verabschiede mich für heute. Lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da, lass gerne einen Kommentar da. Mein Kanal ist winzig, er ist am Arsch der Welt und er braucht Liebe, damit er wächst, damit ich... Ich will mehr Videos machen. Ich will mehr Videos machen. Also ich meine jetzt nicht mehrere täglich hochladen, sondern langfristig gesehen mehr Videos machen. Und ich hoffe nicht, dass ich irgendwann einmal wieder einen Vollzeitjob brauche und das hier aus zeitlichen Gründen eben nicht mehr machen kann. Also drückt mir die Daumen, dass das Jahr ein gutes Jahr wird. Solltest du Lust und Laune haben und mich noch weiter stalken wollen, Instagram, TikTok und Fritzbook unter demselben Namen Mickey Monumental mache ich hier auch Terror. Ich verabschiede mich für heute. Ich habe keine Ahnung, wann du dir dieses gestörte Video von mir anschaust. Sollte es tagsüber sein, wünsche ich dir einen sehr monumentalen, sehr erfolgreichen und einen sehr gesunden Tag. Sollte es Abend sein oder kurz vorm Schlafen gehen, wünsche ich dir einen monumentalen Abend, monumentale Träume, und wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Bye!